Ein symbolischer Scheck über 10.000 Euro. Die C-Juniorinnen des SC 13 Bad Neuenahr dürfen im Sommer eine Woche lang eine Fußballferienfreizeit erleben. Überbracht wurde dieser Gutschein von keiner geringeren als DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic, die als Spielerin 9 Jahre lang hier in Bad Neuenahr sehr erfolgreich aktiv war. Man kommt hier reingefahren und da kommen natürlich die Erinnerungen und so weiter hoch, aber gleichzeitig sieht man natürlich diese ganzen, ja, einfach Spuren noch von der Flutkatastrophe, wo es dann einem dann schon auch irgendwie nochmal den Rücken runterläuft. Ich bin auch tatsächlich das erste Mal erst wieder hier, seitdem die Flut gewesen ist, und ist dann natürlich auch so ein bisschen Wehmut mit dabei, wenn ich jetzt auch allein schon den Platz sehe hier. Der Rasen im Apollinaris-Stadion ist noch flutgeschädigt. Die Spielerinnen des SC 13 müssen seit Juli 2021 auf Plätze benachbarter Vereine ausweichen. Das war natürlich Thema, als die Ex-Nationalspielerin sich die aktuelle Lage schildern ließ. Umso besser, dass die Mädels vom 29. Juli bis zum 4. August eine intensive gemeinsame Zeit erleben dürfen. Bei der Fußballfreizeit geht es nicht nur rein um Fußball, sondern man macht auch andere Dinge, kommt mal auf andere Gedanken, macht andere Aktivitäten gemeinsam. Und es ist, glaube ich, ein guter Moment, sich als Mannschaft zu finden, die Menschen einfach dahinter auch nochmal besser kennenzulernen und einfach das, was ja den Fußball so besonders macht und was ich auch immer am Fußball geschätzt habe, nämlich dieses Gemeinschaftsgefühl, gemeinsam Dinge erleben, gemeinsam Erlebnisse sozusagen auch zu kreieren und einfach füreinander einzustehen, das kann man in so einer Ferienfreizeit sehr, sehr gut. Zum 30. Mal werden diese Ferienfreizeiten von der DFB-Stiftung Egidius Braun angeboten und finanziert. Es gab 200 Bewerbungen für dieses Jahr, das unter dem Motto Mädchenfußball läuft. 75 wurden ausgewählt. Die des SC 13 war eine der herausragenden. Die Bewerbung war gut. Also die Bewerbung des SC Bad Neuenahr hat uns inhaltlich sehr überzeugt. Und dass wir darüber hinaus dann mit der Einladung in die Freizeit auch unsere Solidarität mit den Betroffenen hier in der Flutregion dokumentieren können, das freut uns dann zusätzlich. Denn Fußball ist eben mehr als ein 1:0. Seit am 14. Juli 2021 das Ahrtal so furchtbar überflutet wurde, fehlt es auch an Infrastruktur. Der Verein Spendenshuttle wurde gegründet, der sich unter anderem für soziale Räume für Kinder und Jugendliche einsetzt. Deshalb steht hier das Kinderparadies, ein Spielezelt, bislang unter anderem mitfinanziert von der Stiftung der Nationalmannschaft, die 2x 100.000 Euro spendete. Aber der Verein braucht weitere Gelder. Umso besser, dass es solch prominente Besuche und Momente gibt. Das ist unwahrscheinlich wichtig, weil 20 Monate nach der Flut hat man das Gefühl, dass keiner mehr an uns denkt. Und genau dieses Gefühl möchten wir nicht haben und wollen die Flutbetroffenen hier unterstützen und freuen uns über die Präsenz enorm. Auch Jugendtreffs und ein Jugendhilfeverein beherbergt der Verein, der Raum schaffen will für Begegnungen. Wir brauchen Mittel, überwiegend im sozialen Bereich, weil die Kommunen fangen jetzt an mit Straßen und Brücken, aber gerade das Soziale bleibt doch ziemlich auf der Strecke. Dem steuern die Vereine entgegen. Der SC 13 ist ein Beispiel für die Leistung des Ehrenamts. Der Stellenwert ist hier noch einmal gestiegen. Deshalb nahm sich die DFB-Vizepräsidentin und EM-Botschafterin gerne Zeit, auch zum Plausch mit den Nachwuchskickerinnen. Dann ist es einfach wiederum schön zu sehen, was eben da entstehen kann und wie viele Menschen einfach ihre Zeit und auch ihre Freizeit opfern, um eben hier sozial nachhaltig sozusagen auch für die Kinder wieder einen Alltag zu ermöglichen, der sie einfach auch Kind sein lässt. Sport als sozialer Klebstoff, als Energiespender, und die Fußballferienfreizeit in Hennef wird einen weiteren Schub geben, und der wird gebraucht, denn die Probleme an der A sind noch längst nicht behoben.